Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. Heute mit einem Videotutorial für so eine Diamantbox. Von innen sieht die so aus, bietet also auch reichlich Platz. Was wir dafür brauchen ist das Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten und ein Stück flüsterweißen Farbkarton. Leider mit einem unpraktischen Maß, nämlich 21,5 x 8,5 cm. Mit 21 cm lässt sich das nicht machen, dann haben wir keine Klebelasche mehr. Daher direkt ein Tipp, wenn man das aus einem DIN A4 Bogen, würde man dann leider nur zwei Schachteln rausbekommen. Wenn man jetzt aber das 12x12 Zoll Papier benutzt, werden es vier, weil sich das da einfach ein bisschen praktischer zurechtschneiden lässt. So, ich lege das jetzt so an, dass das hinten ja gegenstößt und ziehe jetzt hier schon mal ein Stück meine Falzlinie, weil das geht sonst nicht mehr, wenn ich es bis hierhin lege. Und dann lege ich das jetzt bis zu dieser Kante oder dieser Linie ein und stanze da auch einmal. Und dann wird das hier jetzt entlang dieser Triangel gefalzt und hier hoch. Dann weiterschieben und nicht vergessen, das passiert mir nämlich immer gerne, hier auch diese Linie zu ziehen. Deshalb mache ich das manchmal, mache ich jetzt auch schon einmal im Vorhinein komplett durch, dann kann ich es nicht mehr vergessen. Dann schieben wir das jetzt weiter, beziehungsweise es gibt zwei Varianten. Man könnte das jetzt, so wie ich es gerade hier liegen hatte, einfach ein bisschen die Mittellinie, die Side-Linie markieren, damit man weiß, wo die nächste Triangel hinkommt. Ich mache das so, ich komme damit besser klar, es wird für mich genauer. Ich schiebe das hier rüber und zwar, ich hoffe, man sieht das jetzt in der Kamera, das ist vielleicht ein bisschen schwach. Hier habe ich die Falzlinie von dem Dreieck und dass die Falzlinie, hier ist ja diese Rundung von dem Pinöppel, ich hoffe, ihr könnt das sehen, links davon ist. Also links sozusagen da dran zeigt. Und dann ziehe ich nämlich meine nächste Triangel. Und so rutsche ich dann jetzt immer weiter. Immer, dass die Falzlinie ungefähr hierhin zeigt. Also an die linke Kante von dieser Rundung, die hier ist. Und was man nicht vergessen sollte, wie ich jetzt gerade, wenn man die Triangel gezogen hat, natürlich auch noch stanzen. Gott, im Video versucht man immer an so viel zu denken, um das zu erklären, dass einem das dann fast schon wieder durchgeht. Also wir stanzen natürlich und ziehen dann hier die Triangel. Und hier markiere ich mir jetzt nur einmal ganz leicht die Seitlinie. Dann kann ich das Ganze noch umdrehen. Lege das jetzt so hier ein, dass das Dreieck genau in dem gefalzten Dreieck liegt. Und stanze das auch einmal. So. So sollte das Ganze dann jetzt aussehen. Dann brauche ich noch einmal meinen Papierschneider. Jetzt brauchen wir nämlich noch eine Falzlinie. Die kann man natürlich auch ziehen, bevor man das mit dem Punchboard alles macht. Und zwar bei 2,2 cm. Das lege ich jetzt hier drüben an. Dann habe ich ausreichend Anlagefläche. So. Die geht nämlich dann genau oben an den Spitzen der Dreiecke entlang, die Falzlinie. Das kann ich wegschneiden, allerdings sehr steil, sonst stört das nachher bei diesem Facettenmuster. Und das ist mein vernünftiges Falzbein da. Dann knicke ich jetzt meine Falzlinien hier einmal nach. So. Hier ist klar, die kommen jetzt nach hinten weg, das wird der Boden. Und damit man dann noch weiß, beziehungsweise die kommt in die andere Richtung. Und damit man dann jetzt weiß, wie man die jetzt eigentlich knickt, das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Wir müssen die hier, diese schmalen Linien, so rumknicken, damit das oben
eine quadratische Box wird. Und in dem Moment, wenn ich das hier knicke, lassen sich die hier, die Schrägen, schon super mitknicken. Also die wollen sozusagen schon in diese eine bestimmte Richtung, in diese auch müssen. Kann man sich dann also nicht vertun. Muss das Ganze hier zusammengeklebt werden. Jetzt seht ihr auch, warum das so steil eingeschnitten werden muss, damit das hier mit dieser Schräge auch passt, damit die Klebelasche da nicht drüber hinausgeht. Jetzt kann ich die natürlich nicht gut zusammensetzen, die Schachtel, um das dann zu kleben, eben weil die kein symmetrisches Quadrat, Rechteck oder wie auch immer ist. Das heißt, ich nehme jetzt hier am Rand die Klebe entlang. Und muss das dann jetzt sozusagen per Augenmaß ein bisschen ausrichten. Hier unten geht das ganz einfach, indem ich das an die Kante setzt, dass das vernünftig abschließt. Und nach oben hin einfach darauf achten, dass die Falzlinien hier zusammenlaufen und das hier oben gerade abschließt. Deshalb habe ich die Klebelasche hier auch mal nicht abgeschrägt, weil das Zusammenkleben der Schachtel dann einfach erleichtert. So, und hier klebe ich jetzt einfach zusammen. Wenn ich da so ein bisschen Tombow dran mache. So. Tombow kann man immer super nehmen. Upala, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr gewackelt. Um das hier zusammenzudrücken. Designpapier für den Deckel. Ich könnte euch jetzt einfach das Maß sagen. Ich kann euch aber auch einmal kurz erklären, wie man da drauf vernünftig kommt. Ich nehme jetzt mal gerade ein Schmierpapier. So, und zwar messe ich mir, jetzt nehme ich mal mein Geodreieck, weil ihr hier unten die Skala nicht gut sehen könnt in dem Ausschnitt. Und messe mir das mal aus. Das sind 5,2 cm. Wenn alles gut gegangen ist, sind es das auch so. Das heißt, ich habe hier die 5,2 cm, die ich hier brauche. Und das waren 2,2. Also, weil ich das die Höhe zweimal habe, sind das 4,4. Kommen wir also auf 9,6 cm. Dann würde ich immer noch ein bisschen Luft dazugeben. Gucken, was hatte ich hier aufgeschrieben? Genau, passt also mit meinen ursprünglichen Maßen ein. Das heißt, ich nehme mein Designpapier mit 9,7 mal 9,7 cm. Gucken, habe ich mir auch entsprechend zurechtgeschnitten? Scheinbar nicht ganz. Aber das ist ja nicht schlimm. Der Papierschneider schneidet uns ja auch ganz haarfeine Sachen noch knackescharf ab, wie man hier sieht. Also da kann ich auch mal so ein hauchfeinen Schnitt noch mitmachen. So, außerdem brauche ich den ja jetzt eh noch, denn das wird jetzt natürlich auch rundum gefalzt bei dem 2,2 cm, also dieser Höhe. Ich rutsche mal ein bisschen weiter ins Bild. Übrigens das schöne Designpapier Sukkulentengarten. Das finde ich ja traumhaft. So, einmal die Seiten alle nachknicken. Dann schneide ich jetzt von einer Falzlinie zu der anderen hier so schräg rüber. Mache ich rundherum an allen vier Ecken. Und dann schneide ich mir hier die Falzlinie raus. Also einmal links davon schneiden, einmal rechts davon und da oben abkneifen. Und da gehe ich jetzt wie bei einem Windrad einmal rundherum.
klebe ich den Deckel auch schon zusammen. Und wenn alles gut geht, jawohl, dann passt er jetzt hier drauf. Also er sitzt jetzt so, dass er nicht einfach abfällt, aber trotzdem problemlos darüber gleitet, ohne jetzt die Box irgendwo einzudöllen oder dass der Deckel sehr auf Spannung ist. Deshalb habe ich euch einmal gezeigt, wie ihr das ausmesst. Denn wenn man jetzt hier beim, oder ausrechnet, denn wenn man jetzt hier ein bisschen verrutscht und die Dreiecke einen leicht anderen Abstand zueinander haben, dann kann das sein, dass euer Designpapier ein anderes Maß braucht. Dann wäre es ja ärgerlich, gerade wo es einem doch manchmal ein bisschen schwerfällt, Designpapier anzuschneiden, zumindest mir. Wenn man das schon zurechtgeschnitten hat mit dem Maß, das ich jetzt hier verwende, und dann passt das bei euch vielleicht gar nicht. So, dann habe ich mir hier noch mit den Framelits so ein Wellenquadrat ausgestanzt. Dann habe ich aus dem Stempelset Danke für alles den Stempel Danke fürs Kommen genommen. Das war nämlich ein Goodie für die Teilnehmer meiner monatlichen Stempeltechnikklasse, die das bekommen haben. Und da passt ja Danke fürs Kommen sehr gut. Denn ich freue mich auf die Truppe jeden Monat aufs Neue. So, dann nehme ich jetzt einfach zwei Dimensionals, papp die da hinten drauf. Beim Aufkleben achte ich jetzt darauf, dass die Klebekante nach hinten zeigt. So. Dann kommt das dahin. Dann brauche ich mal, also ich hatte mir aus dem Sukkulentengarten einmal diese Blüte ausgestanzt und hier dieses, was auch immer das sein soll, dieses Grünzeug. Ich habe es ja nicht so mit Pflanzen. Außer sie sind aus Papier, dann haben sie auch eine Überlebenschance. Also ich nehme dann, habt ihr gerade gesehen, gerne einfach einen Stift, piek's hier einmal in die Mitte. Dadurch biege ich nämlich die einzelnen Blütenblätter ruckzuck hoch. Setz das hier hin. Den Stift kann man übrigens auch nochmal super nehmen, um dann die Blüte da ein bisschen festzudrücken. Dann kommt hier noch ein Glitzersteinchen rein. Und das Zeug hier habe ich jetzt. So. Leicht darunter geklebt. Und so, kurz ein bisschen andrücken. Und voilà. Fertig ist das Goodie. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!